Leute, zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert und Pokémon Schwert. Wir haben ja die Anfangszeremonie, das heißt, wir werden bald zum Trainer ernannt, um die Arenen zu machen. Du bist Kuchen-Gamer, richtig? Bei Veranstaltungen, die zur Arena-Challenge gehören, musst du die Uniform tragen. Und die Eröffnungszeremonie ist quasi die Veranstaltung. Arena Challenge. Ich schlage vor, dass du dich jetzt umziehst. So Leute, aber nach der Folge hier werde ich dann auch nicht mehr reden. Toll, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Die Trikotnummer 36 rundet das Gesamtbild wirklich elegant ab. Also gut, dann ist es soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. So, also wahrscheinlich nächste Folge werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr reden. Erstmal. Ich wollte ja aber hier noch alles so vorlesen noch. Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Die Zeit ist vorbei. Es ist eine Freude, das große Spektakel der Galar-Region zu eröffnen. Jawohl, die Arena-Challenge. Die Teilnehmer müssen gegen 8 Arena-Leute sich behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden schafft, kommt in Pokémon-Liga. Es ist eine Ehrensache, der beste Trainer hier gegen den besten Trainer anzukämpfen. Den Champ. Jetzt bitte einen Applaus für unsere Arena-Leiter. Jetzt sehen wir die ganzen Arena-Leiter. Ich kenne 3 Stück schon. Yaro, der vulminante Farmer und Experte im Umgang von Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und die Meisterin des Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuer-Veteran. Zayda, das Wunderkind der Galar-Karate. Niemand ist so gut wie sie in Kampf-Pokémon. Pate, die Meisterin fantastisches Theater und der Pokémon von Feen. Die Geistensexperte von Felsenbrecher Mark. Der stärkste aller Arena-Leiter, Rocky, der Drachenturm. Sturm. Wow. Also gibt's wieder einen Drachen-Arena-Leiter. Aber dies sind sie. Der ganze Stolz von der Arena-Region. Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten in dem Schauplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter vor lauter Aufregung. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden? Eigentlich ist es soweit, was? Sieh an. Wenn das nicht mal die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rose, ist mein Name. Schön, euch kennenzulernen. Aber Moment. Was sehen meine Augen denn da? Ich hab deine Max-Bänder. Dann habt ihr euch bestimmt, dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Eine Technologie, die unseren Dynamax-Bändern steckt. Wurde übrigens in meiner
überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns ein besonders spannendes Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner Galars werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich aber mich entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Mach's gut. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal das fleißige Erfahrungssammeln. Steckt eure Ziele nicht nur in eure Pokémon, sondern auch in euch selbst. Lass uns das gleich angehen. Der Arena-Leiter von Galar müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Die erste von ihnen wartet in Turfield. Da kommst du über Route 3 hin. Okay. Ja, Arena-Leiter, Challenge, bla bla bla. So, Leute. Wo ist denn... Ah, ja. Und dann noch durch eine Höhle müssen wir da. Durch eine Mine. Cool. Gehen wir auch gleich vorbei, ne? Guck, Gamer, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, ein Geschenk zu überreichen. Okay. Ach ja. Ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten soll es. Oh, Verzeihung. hast du dein Geschenk. Ein Dauerpass für den Flugtaxi. Wie der Name schon sagt, kannst du mit dem Flugtaxi fliegen. Und zwar jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Cool. Ich zitiere aus Anleitung der Flugtaxi. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt dich ja auch, wie gesagt, nur an Orte, die du schon mal besucht hast. Wenn du beim nächsten Mal nach Furt fehlt, musst du also erstmal dorthin. Okay. Viel Glück. Okay. Tschüss, ihr komischen Leute. Ich bin weg. Hier ist auch eine Arena. Hier ist auch ein Center. Wow. Da bist du ja. Das ist die Idee. Wie wär's, wenn wir mit dem Trainingskampf beginnen? Alles geht klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen hier den Konkurrenz abzustinken. Ja, mal gucken. Viele Pokémon. 3 immer noch. Volley. Stimmt, ich habe ja Volley. Chancen, die in der Arena sind. Okay. Tackle. Volley-Kampf. Genauso wie dieser, wie ein Saftkorn-Kampf. Nur halt, dass die diesmal Schaden machen. Ein Volltreffer. Wow, du bist echt gefährlich. Fast alle Level up.
Alter. Hopp, setz als nächstes Hopplo ein. Ich würde sagen... Damion, los! Aquaknarre. Wahnsinn, der Wirkungswechsel. Ja, der labert immer von diesem Wirkungswechsel. Jetzt geben wir alles. Komm, unsere lodernde Feuerkraft. Oh. Aquaknarre, los! Maiko immer noch. Alter, der hat ja das gleiche Team, nur ein bisschen stärker. Für Lucy. Das wird schon reichen. Ich und an der Klemme. Ich und in der Klemme. Okay. So, Maiko werde ich jetzt mit einem Gegenstoß. Okay. Ich hoffe nur, dass der Gegenstoß... Ich probiere es einfach noch. Okay. Damion erreicht Level 14. Der ist wohl Luft nach oben. Naja, ein gutes Training allerlei. Nicht schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was da, drauf. Das muss ich dir lassen. Hast die Ligakarte als Zeichen. Da hast du meine Ligakarte als Zeichen meines Respekts. Engdene City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zur Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen. Knallhart, damit ich irgendwann Champ zum Kampf herausfordern kann. Ich schnapp mir den Titel. Ja. Das hast du richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hopp, Full Long Han. Aus Full Long Han. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz ins Pokémon Center. So. Vielen Dank für deine Geduld. Ja, ja. So, dürfen wir hier zwei Pokémon fangen. Würde sagen, wir... Ich laufe mal einmal durch das Gras da und dann Augen zu durch. Okay. Ja, irgendwie war es ja auch schon klar, dass ich das kriege. Da waren nur diese Dinger. Volley. Sonst einfach mal ein Pokéball werfen. Kini wurde gefangen. Volley hat nochmal ein Level Up. Schutz. Heiler, nee. Verteiler, Schutzteiler, okay. Kini wurde eingetragen. Steckt ist sein
sein Beinchen fest in den Boden und badet dann mit ausgiebig Sonnenlicht, nimmt die Blüte eine kräftige Farbe an. Nope, in die Box damit. Heilball. Oh, warte mal, ich möchte noch gerne den Trainer besiegen. Bullpix. Also wenn ich so ins hohe Gras steige, um ein neues Pokémon zu fangen, dann versuche ich natürlich Augen zu schließen, damit es relativ random wird. Shit! Nein! Nein! Wolli! Willst du sterben? Verdammt! Das ging schnell. Wirbler, was ist denn Wirbler? Okay, Silberblick kann ich weg. So. Den Kampf habe ich verloren, die Lust am Kämpfen aber nicht. Du hast gerade einen meiner Pokémon getötet. Also Boss nicht über den. Profilsticker. Meine Box auf ermöglicht jederzeit Zugriff auf deine Boxen zu haben und den abzulegen, aufzunehmen. Alphamid. Alphabet. Zauberische Karten. Ich hab einen Cortini gefangen, ja. Das heißt, ich muss jetzt noch mal. Shit, oh Mann. Es tut mir leid, Wolli. Nein.
Sonst nehme ich jetzt erstmal Coutini. Das ging nicht gut aus. Okay, Augen zu und durch. Und was ist es? Habe ich ja schon. Skappel, los. Leben. Oh, Spürkampflos, okay. Hotzepiep. Ich hoffe, ich muss es nicht aufwechseln oder Flucht machen. Aber bis jetzt noch nicht. Ich habe so ganz ungutes Gefühl. Aua. Shit. Das ist nicht gut. Nicht sehr effektiv, ja. Geh du. Damn. Ja, Flashback ist nicht effektiv, aber es reicht. Komm, stell mich einfach mal. Okay. Dann wäre es das offenbar unser nächstes Pokémon. So, einsetzen. Shit. Jetzt habe ich übersprungen, aber naja. Ich würde jetzt ganz gerne mal auf meine Box zugreifen. Okay, muss ich vielleicht irgendwie das über die Camp machen oder so? Nee. Minitausch. Profil. Warum habe ich das Profil? So. Ich verstehe nicht. Kannst es nicht über deinen Beutel nutzen. Hä? Alter, warte mal. Okay. Ah. So war es, ja.
gucken wir nochmal ganz kurz die von Hop an. Verdammt. Jetzt habe ich auch noch, er ist auch noch verloren, das Goppel. Ich komme hier nicht, ich komme hier nie weiter, wenn ich, Skoppel. Ah ja, Skoppel ist ja schon hier. Ja. Bewegen. Ach, meine drei Freunde. So Leute, ich würde dann auch sagen, das war's mit der Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir dann nach oben. Die nächste Folge wird unkommentiert sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.